Alright, let's go, ihr Lieben. Rein der Abfahrt. Green flag, green flag. Right side. Still there. Clear. Ich liebe es einfach, Rennstarts in diesem Auto zu machen. Ich nutze keinen Crew Chief, nee. Der quatscht mir zu viel. Ich weiß, das kann man ausstellen, aber ich habe keine Ahnung, wie viel ich da umstellen müsste. So viel wie der redet, müsste ich im Prinzip alles umstellen. Ah, der Polestar ist direkt hinter mir, ne? Um die Uhrzeit noch wach. Moin, Flowracer. Das ist im Prinzip meine Primetime, wach zu sein. Ich glaube, in den letzten 5 Jahren gab es vielleicht 10 Fälle, wo ich nicht um diese Uhrzeit wach war. You're in fourth position. Right side. Ja, sofern irgendwelche Gebäude oder Tribünen oder so fehlen, ist alles abgeschaltet für Framerate. Ach komm. Sei doch nicht so böse zu mir, Spiel. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit im 1,26er Bereich bin, bin ich glaube ich happy. Unabhängig davon, welche Position am Ende dabei rausspringt. Wir haben 2 Autos direkt hinter uns, das nächste ist ein bisschen weiter weg, also P7. Sollte ohne Fehler auf jeden Fall drin sein. Das F122 Auto in ACC bin ich schon gefahren, ja. Ja, es ist halt noch, glaube ich, auf dem technischen Stand, wo man noch davon ausging, dass die Autos mehr als nur eine Sekunde oder so langsamer werden würden. Und auf der Geraden ist es kein Lowrider, das ist ein bisschen ernüchternd, Kappa.
Das ist so sad life manchmal. Nach vorne habe ich eine 1,5 Sekunden Lücke, nach hinten habe ich eine 1,5 Sekunden Lücke. Was ist da los? Warum will mir niemand mit mir spielen? Ich bin schon langsam wie Amumu. Spiel doch mit mir. Okay, der 5K-Dude ist vorbei an dem 4K-Dude. Testtag 3 mit Unfällen, was halte ich davon? Boah, zum Glück nicht an Testtag 1 passiert, ne? Muss ehrlich gestehen, ich habe gerade nicht mal im Überblick, wer da kollidiert ist. Aber Hauptsache, man kann viele Daten rausholen aus den Testtagen und wenn du an Tag 3 kollidierst, ist es nicht so schlimm wie an Tag 1 zu kollidieren. Ich muss aber sagen, dass die technischen Unterschiede der Fahrzeuge durchaus bei mir jetzt den Hype für die neue Season doch ein bisschen mehr wieder geweckt hat. Aber es ist jetzt gefeiert, dass der Nürburgring GP ist. Es ist geil, ne? Dass die Strecke wieder da ist. Man rechnet fast schon nicht mehr mit der Formel 1 hier drauf, aber es ist nice. Der Grüne hinter mir kam hinter einem Orangenen vorbei und holt jetzt auf, Behrens. Zocke ich auch ab und zu Rally. Also Rally ist an für sich eine interessante Geschichte. Rally ist halt einfach nur super anspruchsvoll. Also nicht nur rein fahrerisch. Oh Gott, mein rechtes Auge. Okay, jetzt passt wieder. Nicht nur was das reine fahrerische angeht, sondern auch tatsächlich was die Konzentration angeht. Das ist halt einfach super anspruchsvoll und deswegen ist Rally so ein Ding, da finde ich es halt sehr schwierig, da wirklich viel zu zocken am Stück. Ach komm! Da bin ich noch nie so weit rausgekommen, das ist ja auch ein Off-Track.
5 laps to go. You've got 2 laps to go. Right side. Still there, hold your line. Keep to the left. Stay on the left. Clear. Left side. Keep to the right. Clear.
White flag. One more lap to go. Ach komm. Ja, illegal ist es nicht, was er macht. Auch in der Formel 1 darfst du, wenn du weit genug weg bist, noch weaven, aber ich finde es halt ein bisschen unschön. Weil er ist halt weit genug weg, ich könnte da nicht mal angreifen. Aber hat der Fansquare hier entschieden für sich. Mir fehlt leider gerade die Pace, ob es jetzt der Nürburgring ist oder ob ich das bin. Weiß es ehrlich gesagt nicht, aber bin mit dem Tempo irgendwie nicht so happy. Ja. Muss ich mal schauen, woran das liegt. Was halt natürlich ganz cool ist, ist der Start. Der Start war super. Aktuelle Mercedes ist sogar noch so viel schmaler bei der Motorraumregion als der 2021er. Im Blimp sieht man nie was, schade. So, let's go. Also, es ist schon geil. Das ist schon echt nicht schlecht, also. Ja. Bisschen eingewöhnt und läuft es wieder top. Ja, richtig. Ja, immerhin ausreichend gut platziert, damit es noch ein bisschen Plus-Rating gibt. Das ist auch mal ganz okay. Und bald geht's hoffentlich auch so wieder an die Spitze.